die Deutung und der Witz haben auch eine irreversible Zeitpfeilrichtung. Sie könnten zum Beispiel nicht das Beispiel der Deutung Lacans nehmen, jemanden zärtlich über die Wange streichen und dann sagen, diese Gestapo bedeutet Gestapo. Die Umdrehung vom symbolischen oder zärtlichen und schützenden ins brutal Reale ist kein Witz. Aber der Deutungsmechanismus bei Lacan ist immer ziemlich einfach. Die Situation erfassen, zum Beispiel, dass jemand sich beklagt über seine Einsamkeit und dann die Homonymie suchen, die Doppeldeutigkeit in diesem Sachverhalt, nämlich in der Interpretation vous êtes seul, pas, mais vous n'êtes pas seul. Du bist einsam, aber du bist nicht einsam als die Einzige. Es geht immer um die Interpretation der Homonymie in der Doppeldeutigkeit der Strukturen, entweder in der Übersetzung vom Bild in das Symbol oder in Karlauer vom einen Äquivokationsbegriff zum anderen und besser noch in der echten Deutung, wo es um eine ternäre Konstruktion geht von drei Bedeutungen in einer einzigen Aussage, wie in Le nom du père, der Name des Vaters, das Nein des Vaters und die Nicht-Ehren ehren sich. Die erste ist eine Äquivokation, das zweite ist eine Strukturübertragung.